euch zwei am Morgen mit dem Ramin, mit dem Robin und dem Julian. Danke vielmals für die Introduction. Wir haben es geschafft. Eine Woche lang im SRF 2 sind wir jetzt. Eine Woche lang sind wir da und wir sind noch nicht abgesetzt worden. Gut, für das haben wir noch 3 Wochen Zeit. Aber jetzt sind wir noch da. Ja, das freuen wir uns. Das ist super. Und zwar haben wir jetzt bereits ein Drittel von 2 Morgen im Fernsehen durch. Und wir haben noch 2. Advent dazu. Das wollen wir feiern. Das wollen wir feiern. Wir machen 2 Morgensteile. Das heisst, wir machen es mit einem kleinen Special. Weil wir saufen ja nicht. Nie. 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 Man denkt, am Sonntag machen wir aber jetzt ein bisschen Spezielles. Und nämlich machen wir Märchen und Geschichtsstunde. Ja, es gibt so viele Klassiker, alte Märchen, Sagen, Geschichten, die wir alle kennen, weil wir sie irgendwann mal in der Schule haben müssen lesen und so eine Analyse der Charaktere darüber müssen schreiben. Und jetzt sind sie da oben in unseren Köpfen drin. Ja, und all die alten Geschichten, die wollen wir jetzt neu aufleben lassen, aber wir wollen sie ein bisschen anders erzählen, oder? Und das machen wir im 2er-Morgen-Style. Und wir fangen an dem 2. Advent mit einer Geschichte, die sicher jeder einzelne Schweizer und jede einzelne Schweizerin auch kennt. Es geht um einen Mann, der hat müssen vom Kopf von seinem Sohn einen Äpfel. Ist es ein Äpfel gewesen? Er hat etwas abschießen. Oh! Ja, Entschuldigung, ich habe gerade einen Bericht von der Maria. Maria Rodriguez? Maria? Ja, wir müssen schnell umschalten. Zürich News mit der Maria Rodriguez. Der Wilhelm Tell ist sich gewöhnt, nicht auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen. Ein habsburgischer Vogt tyrannisiert ihn und seine Landsleute schon seit Monaten. Doch was der Schweizer an dem Morgen erlebt, stellt alles bisher Erlebte in Schatten. Der Wilhelm Tell wird gezwungen, auf seinen eigenen Sohn zu schiessen. Was dann passiert, ist tragisch. Melchior Schwester. Da auf dem Dorfplatz Zaltdorf ist es passiert. Der passionierte Jäger Wilhelm Tell ist unterwegs mit seinem Sohn. Aber wie vorgeschrieben, sich vor dem Hut vom Vogt zu verbeugen, läuft er einfach weiter. Der 43-jährige Outdoor-Lover hält nämlich nichts von dieser Vorschrift. Da ist Gugus. Gugus, Gugus gsi, Gugus geblieben. Mit G, G, G. Und Gurke fängt auch mit G an. mit Buchstab G. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt absolut. Danke vielmals, ist super. Das Verhalten kommt beim Hermann Gessler aber gar nicht gut an. Und der Mittagssnack bringt der vegane Vogt auch gerade auf eine Idee. Als Bestrafung soll der Wilhelm Tell auf seine Gurken schiessen, platziert ausgerechnet auf dem Kopf von seinem Sohn. Wieso fordern sie so etwas Grausames? Weil ich Lust kann. Weil der hasserfüllte Habsburger droht, den Wilhelm Tell und seinen Sohn zu verschiessen, hat er gar keine andere Wahl. Richtig fies, nicht nur gemein, fies. Man hat Panik. Man hat Panik und denkt, jetzt wirst du zerfleischt. Das ist einfach der erste Moment. Es ist eine extrem intensive Gefährdungssituation. Komm, tu dich heben, mit der anderen Hang auch. So, komm, gut heben. Die Spannung, sie ist kaum auszuhalten. Ist das jetzt schlimm gewesen für dich? Es ist auch schlimm, wenn eine Bombe oder eine Bombe in der Flasche ist und so. Das ist auch sehr schlimm. Und Sie, haben Sie Angst gehabt beim Schuss? Nein, Angst und Geld habe ich keine. Die Freude bei den beiden Eidgenossen hebt aber nicht lang. Der Hermann Gessler entdeckt beim Wilhelm Tell nämlich ein 2. Geschoss. Mit dem hätte er den 47-jährigen Regionalmanager abschiessen können. Da wäre ich hart durchgegriffen, das ist schon mal klipp und klar. Da wäre ich ganz hart durchgegriffen, da gibt es gar kein Pardon. Und ja, ihr werdet weiter sehen, was von euch zukommt. Ich komme mit Messerschlägen in den Spick stecken und alles, was das Zeug hält. Darum lässt Hermann Gessler den aufmüpfig 43-Jährigen auch gerade verhaften. Was machst du jetzt, wo dein Papi verhaftet worden ist? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen schlagen. Statt Bullen schlagen heisst es für den Papi vom Walti zuerst mal ins Gefängnis gehen. Doch dann das. Der Wilhelm Tell kann vom Gefangenentransport auf dem See flüchten. Und jetzt springen sie davon. Nein, hau mir ab. Es ist der Moment, wo der mutige Alpenjäger beschließt, sich am Hermann Gessler zu rächen. Seine Idee, wer hohl im Kopf ist, der läuft sicher auch durch die hohle Gasse. Und tatsächlich, der trotzige Teilzeit-Tyrann kreuzt auf. Nein! Nein! Nein!
Was glauben Sie, was hat er? Ziemlich sicher, ein Hirnentschütterung, ziemlich sicher. Sehr ziemlich sicher bin ich. Sicher ist aber auch, der Hermann Gessler ist tot. Mause tot. Das Leben ist so hart! So richtig hart wird jetzt auch gefeiert. Auf dem Dorfplatz zelebrieren die Schweizer ihre Befreiung. Jubel! Die Party ist noch bis um 2 am Morgen weitergegangen. Laut der Polizei ist es da dabei zu Scharmützel mit gewalttätigen Habsburger gekommen. Und ein paar unverbesserliche Chaoten haben rot-weisse Pyros gezündet. Für die Televüri, Melchior Schwester. Der Beitrag von Melchior Schwester. Und da geht als nächstes der Tag kläglich. Dort zu Gast der Gewinner von «Die grössten Schweizer Schwüre», der Werner Stauffacher. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Das ist es vom. Das ist es vom letzten Televüri. Nein, mach's doch nicht nochmal, das war gut. Du bist so dumm. Merkst du doch den Satz anstatt das? Du merkst ja dreimal reiben. Sorry. So! Das ist es vom. Nein, jetzt ist einfach so schlecht. Ja. Das war übrigens der dritte und letzte Teil von unserem Televüri-Special. Aber müsste es ein Sender Televüri heißen? Weil als Tell würde ich einen von euch beiden schon noch sehen. Nein! Ja! Wenn du gewisse 70% von allen Leuten machen, dann immer schwer. Darum musst du immer so machen. Ramin! Papi, du hast es geschafft! Ja! Wir haben gefunden, wir wollen unseren Sendeplatz hier auf SRF 2 auch optimal nutzen und diese ganzen Sendungen hier im SRF auf frischen Wind einhauchen. Make SRF great again. Guten Abend und herzlich willkommen. Das ist Schweiz aktuell. Heute machen folgende Themen Schlagzeilen. Muffiger Fund, ungewaschene Fußballliebli sind schuld für den Gestank in Neftenbach zu Winterthur. Oh, schöne Schweizkiste. In Sargans ist eine neue Saunalandschaft eröffnet worden. Da braucht es nicht nur einen Deo-Roller, sondern einen Deo-Töff. Wegen der Klimaerwärmung. Das SRF führt als erstes Unternehmen bei den Mitarbeitern Deodorantpflicht ein. Oh ja. Also ich weiss, ich würde es schauen. Schon. Jeden Abend am 7. auf dem SRF. Der Witz gemacht. Haben wir noch mal einen? Ja. Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Mordpanorama. Ermordet wurde ist der guatemalische Drogendealer El Coca. Zwei Schüsse ins Herz, Bom Bom und El Coca ist erledigt gewesen. Vermutlich von einer gegnerischen Drogendeal-Bande. Ebenfalls tot. Ist das Fernsehen. Ausgeschlachtet auf brutale Art und Weise von einer kriminellen Bande namens Internet. Das ist schon wieder Zeit für Mordpanorama. Schaltet Sie am nächsten Mal wieder ein und es heisst Mord und Totschlag. Jawohl, für das werden wir bezahlt hier im SRF. Das war jetzt auch ein Mörderbeitrag. Das stimmt. Ja, ich bin schon. Das war nicht nur mit dem Witz von Robin, sondern auch mit dieser Folge von 2 am Morgen. Wir sehen uns natürlich. Warte mal, es steht da irgendwo im Raum. Morgen wieder! Natürlich. Genau, jeden Tag bis Weihnachten sind wir da. Schreibt uns doch auf YouTube in die Kommentarspalte, welche TV-Sendungen wir auch neu interpretieren könnten. Und vielleicht haben wir noch Zeit, um die umzusetzen. Macht's gut und bis bald! Ciao! Weißt du, was hat jetzt gedacht? Nach Alterpack, Abmoderation. Ja, es ist mir jetzt voll.